Ja, damit ein herzliches Willkommen zu der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Der ein oder andere wird sich jetzt ja gerade wundern, hey, du hast doch schon den Anfang gemacht. Ja, aber wir spielen hier mit dem Patch 1.09. Das ist so ein kleiner inoffizieller Patch. Und ist ganz weg. Ian. Ja, der verändert doch ein bisschen, doch einiges am Spiel. Und das möchte ich in der Kampagne euch zeigen. Übrigens, wenn ihr den 1, ihr könnt zwischen 1.09 und 1.06 immer switchen. Übrigens, wenn ihr 1.09 habt und den, und dann Aufstieg des Hexenkönigs spielen wollt, wird Aufstieg des Hexenkönigs nicht funktionieren. Ihr müsst diesen zweiten Teil erst wieder auf 1.06 patchen, damit Aufstieg des Hexenkönigs wieder funktioniert. Ich würde aber jetzt sozusagen, wir beginnen mit der bösen Kampagne. Die gute haben wir ja schon angefangen. Und ich werde es so machen, an einem Tag wird ganz normal Schlacht um Mittelerde 2 kommen mit dem Patch 1.06 und am nächsten Tag die gleichen Missionen im 1.09, damit man schön die Unterschiede auch sieht. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Und wir werden es natürlich auf schwer spielen. Die freien Völker kämpfen gegen Sauron, den Herrn der Ringe, dessen riesige Armeen kriegsbereit sind. In dieser dunklen Stunde kommen die Anführer der Elben, Zwerge und Menschen im Rat von Elrond zusammen, um über den nächsten Schritt zu beraten. Während die Gemeinschaft des Rings nach Süden aufbricht, um den Ursprung von Saurons Macht zu vernichten, bereiten sich die restlichen Heerführer auf die drohende Invasion der nördlichen Länder vor. Elben und Zwerge ziehen zum ersten Mal seit Menschengedenken vereint in die Schlacht gegen den gemeinsamen Feind. Der dunkle Herrscher Sauron weitet seinen Einfluss über ganz Mittelerde aus. Orks steigen aus dem Nebelgebirge herab. Eine gewaltige Armee hat Dol Guldur die dunkle Festung in Düsterwald verlassen. Der Krieg im Norden beginnt in Lothlorien. Dort versucht der Herr von Dol Guldur, die Elben der nahegelegenen Wälder zu zerschmettern. Lange haben wir den Angriff auf Lorien vorbereitet. Die Elben haben unsere Armeen lange genug zum Narren gehalten. Doch das hat heute ein Ende. Wir müssen eine Armee ausheben, bevor wir die Elbenstadt angreifen. Zuerst muss uns ein Baumeister eine Höhle bauen. Ihr wisst, was zu tun ist. Das Auge beobachtet uns.
Wir machen jetzt halt erstmal das kurze Tutorial, dann stelle ich die Helden vor. Und hier sehen wir schon mal die erste Änderung. Die Karren sehen schon mal ganz anders aus. Und um unsere Festung ist ein schwarzer Bereich. Bilde Soldaten für unseren Angriff auf Lorien aus. Beobachtet uns! Noch mehr Ork-Krieger! Los! Die Orks sind bereit! Unsere Gänge bringen uns Rohstoffe. Je mehr Gänge, desto größer unsere Reichtümer. Wir brauchen einen zweiten Gang, damit wir das Land erobern können. Nicht nur zwei, sondern ihr viele. Wisst, was zu tun ist. Das Auge beobachtet uns. Und hier ist schon mal der komplette Unterschied. Man hat auch noch ein komplett freies Bausystem. Ich weiß. Ist auch im Aufstieg des Hexenkönigs, aber mit Mods ist es zum Teil dann so, dass man auch wie der... Ja. Bring unsere Truppen durch die Gänge nach Lorien. Schnell! Bring unsere Truppen erst in den Gang und wähle einen anderen Gang, aus dem sie wieder rauskommen. Wie zum Beispiel der E-Dein-Mode, der macht's eigentlich. Da ist ein festes Bausystem. Und dann tun wir es immer hier raus. Höhlentrolle sind mächtige Bestien. Nicht einmal Gebäude halten ihnen stand. Wir brauchen sie, um die Elbenstadt zu vernichten. Wir brauchen eine Kluft. Nur dort können wir Höhlentrolle beschwören. Ihr wisst, was zu tun ist. An eurer Einstellung. Bauen wir gleich zwei von denen. Weil wir können es. Und haben genügend Geld. Und jetzt gehen wir mal hier. Hier haben wir unsere ganzen Missionsziele. Bauen wir eine Kluft. Nebenmissionen werden nicht weiß dargestellt, sondern in einer anderen Farbe. Fähigkeitsmenü zeige ich dann, wenn das Tutorial sozusagen vorbei ist. Wo ist der Feind? Gut gemacht! Die Kluft ist fertig! Aber bevor wir die Höhlentrolle rufen, müssen wir die Kluft verbessern! Wir haben eine neue Kluft gemacht! Hier gibt es immer Arbeit! Ihr werdet nicht gefaulet! Dort finden sie uns nicht! Die Bauarbeiter können auch noch gleichzeitig in die Gänge. Das ist auch super praktisch, wenn man schnell irgendwo hinten Wir haben die Kluft verbessert! Die Klüfte erweitert! Jetzt können wir endlich Höhlentrolle beschwören! Mhm. Wir haben noch Rohstoffe! Und Sammelpunkte können wir auch gleichsetzen, wie ersten Teil. Und bei den Höhlentrollen werden wir nach und nach schon auch eine Veränderung sehen. Wir haben verschiedene Farben auch. Und Trolle fangen erst ab Stufe 3 an, sich selber zu heilen. Auch bei Mordor. Sieht man schon, wir müssen ein bisschen unsere dunkler. Festung verteidigen, um den Sieg davonzutragen. Bau auf den Bauplätzen rund um unsere Festung mehrere Verteidigungen. Jupp, gerne. Bauen wir zwei Stück. Mehr brauchen wir auch nicht. Wir können auch die Festung nicht aufwerten. Sitzt über den Fluss und vernichtet ihre geliebten Häuser und Bäume. Arbeitet an eurer Einstellung. Mhm. Wir haben einen Höhlentroll erschaffen. Und jetzt, bevor der noch weiter quasselt, möchte ich noch ein paar Fähigkeiten jetzt einmal kaufen. Wir können uns Plündern holen, das ist werden wir uns als zweites holen. Bei Rohstoffe für besiegte Gegner und auch Gebäude, glaube ich, müsste es sein. Für verfluchtes Land verirbt ein Landstrich. Alle Verbündeten erhalten 50% mehr Rüstung. Ist auch eine gute Fähigkeit, werden wir uns auch noch holen.
Das ist die Fähigkeit, die wir uns jetzt holen werden. Das ist schon mal ein, gibt's einen riesigen Unterschied. Kriegsgesang. Die gewählte Verbündeten verursachen plus 40% Schaden, erhalten 50% Erfahrung und 10% Geschwindigkeit. Im Normalen machen die nur mehr Schaden, kriegen aber keine zusätzliche Erfahrung. Und das ist die erste Fähigkeit, die wir uns holen werden. Danach können wir uns plündern und danach verfluchtes Land oder auch Fledermäuse. Diese drei Fähigkeiten hole ich mir eigentlich immer gerne. Besser sagen vier. Verteidigung sind bereit! Ein Hinterhalt! Die Elben greifen von den Bäumen aus an. Ist dein Zauber aufgeladen? Wähl ihn aus und wirke ihn auf ein Ziel. Leider profitieren die Trolle nicht davon. Von diesem Buff. Wäre auch dann ein bisschen schwierig, heftig die dann zu countern. Aber unsere Hexen normalen Platz profitieren. Als auch andere Einheiten wie Halbtrolle, die wir später noch kriegen werden. So, jetzt kann ich ganz kurz mal die Helden vorstellen. Saurons Mund, er kann einmal aufsteigen, absteigen. Böses Auge. Jo, das machen wir gleich. Mächtige Lichtstrahl, der ausgewählte Einheit beschädigt oder auch komplett tötet. Dann haben wir Zweifel. Gegnerische Horden und Helden verursachen deutlich weniger Schaden und haben deutlich weniger Rüstung. Gegnerische Einheiten verlieren ihre Einfluss und Führerschaft. Auch super. Und seine Ulti Zwietracht. Voraussetzung Stufe 10. Er hetzt die gewählte Einheit gegeneinander auf. Bei den Nasgulen kann man dann auch mal so sagen. Sehen wir erst Stufe 1 und maximal Stufe 10. Das ist auch bei ganz normal so geblieben. Und Gesundheit hat er 2800. Der Nazgûl hat 1650 auf Stufe 1, kann auch ebenfalls bis Stufe 10. Und alle haben die gleichen Fähigkeiten von dem Nazgûl. Aufsteigen, absteigen. Dann haben wir Höllenfratze, kriegt auf Stufe 2 Gegner, verursachen deutlich weniger Schaden und haben deutlich weniger Rüstung. Gegnerische Einheiten verlieren ihre Einfluss und Führerschaft. Dann haben wir Morgul-Klinge, kriegt ab Stufe 6. Der gewählte Gegner ist kampfunfähig und wird über eine lange, längere Zeit vergiftet. Und dann entsteht ein Grabunfall daraus. Und die ultimative Fähigkeit ist ab Stufe 10: Kreischen, schlägt feindliche Einheiten in die Flucht. Ja, das war es erst einmal zu den Helden. Und jetzt noch mal kurz zu den Einheiten, da gibt es jetzt auch was bisschen Besonderes. Alle Einheiten können bis Stufe 10 aufsteigen, wie in Schlacht um Mittelerde 1. Ist schon mal sehr cool. Und sie sind dann auch wirklich sehr stark getroffen. Weil das hat man auch in Schlacht um Mittelerde 1 gesehen, wie gut, vor allem beim Guten, beim Bösen haben wir es ja nicht hingekriegt, Stufe 10 Einheit zu kriegen. Das ist nicht einmal bei Saruman, aber da waren wir knapp dran. Können alle bis Stufe 10 aufsteigen, mit 1.06 geht es nur bis Stufe 5. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal Pro und Angriff. Die ganz normalen Orks hier sind nicht stark. Ihr werdet aber dieses Land sie haben nicht besudeln. Flieht oder sterbt. Wer ist dieser Elf? So viel Mut und muss das macht über Dauer viel Schaden und die machen nichts. Die haben auch die normalen Krieger haben auch die vergifteten Klingen. Alles macht Schaden over time. Füll ihre Bäume! Dann können sie sich nicht mehr verstecken! Da! Die Festung Loriens!
Karas Galadon. Reißt sie nieder. Ja, durch die Tunnel mit B kann man einen Baumeister gleich auswählen und ihr wisst, was zu tun ist. Das Auge beobachtet uns. Mach dich nützlich. Neue Gänge machen, wo wir uns noch einen weiteren. Du gehst sie hier in den Gang. Einen Riesen gefangen. Ah. Befreit ihn und er wird die Elben zerschmettern. Jep. Und die werden grün dargestellt. Befreie alle drei Riesen und bei verstärkt eure Festung mit zwei Upgrades. Es ist zu spät. Der Riese ist frei. Und nach und nach hat man auch andere Möglichkeiten, die Festung noch aufzuwerten. Eventuell durch mich wirklich die aufzuwerten. Einmal, was ich gemacht habe, Pfeilgrube, Erweiterung, Feuerpfeile auf feindliche Einheiten in der näheren Umgebung. Dann können wir einmal Spinnenlöcher Erweiterung, Spinnen werden beschworen und attackieren Einheiten in der Nähe. Dann können wir einmal Riesenwächter Erweiterung, Riesen, der Steine auf feindliche Einheiten schleudert. Und Grabhügel Erweiterung verbindet die Festung mit dem Gangsystem, so heißen mit unserem Gangsystem, das wir hier machen. Da können wir dann sozusagen auch Einheiten reinsetzen und wieder raussetzen. Ist wirklich sehr praktisch, wenn man schnell Einheiten an der Front braucht. Diese Höhlentrolle können nicht das Gangsystem nutzen, auch die Riesen nicht. Das wäre ein bisschen sonst zu OP. Verlasst diesen Ort, oder er wird euer aller Grab sein. Ah, da ist so mal ein weiterer neuer Held. Das ist Kaldir von Lorien. Sehen wir Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde. Bei den zwei Türmen, da kommt er ja mit der Elbenverstärkung um Rohan zu unterstützen bei der Verteidigung von Helms Klamm und stirbt dort leider auch. Er ist ein recht kostengünstiger Held, aber auch ein sehr guter Held. Für den Anfang ist er wirklich ziemlich stark. Und wir können hier unsere ganzen Nazgûle auf Stufe 4 bringen. Ihr werdet nicht gefaulet! Mach dich nützlich! Dann machen wir hier noch ein paar Gänge. Macht euch wieder an die Arbeit! Müssen wir jetzt halt nicht mehr, aber ja, machen wir es trotzdem. Auch mal bitte was sauber nicht mehr. Ja, dann können wir mal seine Fähigkeit einsetzen. Ah, und jetzt sehen wir schon mal die Höllenfratze, den Debuff. Kriegen sie ja schon ab Stufe 2. Okay, schon 2 auf Stufe 4. Noch ein Gebäude fertiggestellt! Okay, mal alle hier hoch. Und wir können kein größeres Kommandeurslimit machen wie 600. Hier gibt es immer Arbeit. Wird aber später auch noch erhöht. Die anderen Gebäude werde ich später vorstellen. Die wurden ja schön von unserem Erzähler schon vorgestellt. Solange ich lebe, setzt ihr keinen Fuß in dieses Heiligtum. Doch, doch, doch. Dieser Elb verspottet uns. Bringt ihn zu Fall. Ja, machen wir. Jetzt ist Heiliger leider gestorben. Jetzt sollte man hier eigentlich gut durchkommen. Ah, nein, 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 Riesen, ihr kümmert euch um diese Türme hier vorne. Jetzt holen wir uns noch zwei Fähigkeiten. Einmal den und Plünderer. Plünderer wird vor allem in der nächsten Mission recht wichtig. Und hier oben haben wir unseren letzten Troll, den... Nein, nicht sterben. Weil das Problem ist, die Helden kosten auch Kommandeurspunkte.
Und wenn jetzt halt ein Held stirbt, den können wir auch nicht mehr wiederbeleben. Der Feind greift uns an! Dann müssen wir... Es ist zu spät! Der Riese ist frei! Erstmal ein bisschen warten, bis die wieder Leben haben. Regenerieren auch recht gut. Du könntest das auf Autocast machen. Worauf warten wir? Lorien muss fallen! Sind doch dabei. So. Jetzt warten. Das ist schon mal der erste Troll, der sich sozusagen von automatisch heilt. Der kann Steine werfen oder Nahkampf, suche einen Baum oder Ork hochheben. Das ist nicht fressen, der hebt nur einen Ork hoch und wirft den dann auf den Gegner. Und was auch cool ist, die haben auch hier immer ganz andere Bäume sozusagen in der Hand. Geht ihr noch mal ein bisschen weiter vor, weil dann könnt ihr die Elben hier noch ein bisschen bewerfen. Wimmelt es von Feinden! Spürt meinen Zorn, elende Kreaturen Saurons! Beim Licht der Elberetz, ihr werdet untergehen! Die Elbenhexe Galadriel und ihr närrischer Gemahl geben sich die Ehre. Was für ein vorzüglicher Spaß wird ihr Ende sein. Hier. Geht ihr auf Galadriel, weil Galadriel vielleicht okay. Aber Galadriel so kann hier die nicht Niederlage sterben, also ihren aber Celeborn kann hier Galadrim sterben. Flieht. Das ist das Einzige, was man ihn sozusagen egal hier sehen kann. Wir hin, die aber... Nein! Okay. Celeborn ist ein recht starker Held. Auch. Fliehe, Galadriel, und warne die anderen! Jupp. Einer unserer Anführer ist gefallen! Aber das heißt nichts. In der Festung kann er wiederbelebt werden. So, ihr Riesen geht mir auf die hier, bevor ihr mir meine ganzen Einheiten noch umbringt. Machen sie mit Leidenschaft irgendwie gern. Auch. Oh, Stufe 5 haben wir ihn schon mal, diesen Druck. Das ist halt der kleine Nachteil. Die können nicht fressen. Jetzt machen wir Steine werfen. Auch das. Macht auch noch einiges an Schaden. Weil einige haben schon nicht mehr so viel Leben. Und so werden sie jetzt nicht unbedingt sterben. Ja, und das war eigentlich schon Lothlorien der Fall. Lothlorien ist natürlich nicht gefallen. Ausgezeichnet. Möge alle Welt die Dunkelheit fürchten. Die Elben Lothloriens wurden aus ihrem magischen Wald vertrieben. Nun wird Dol Guldur alle nördlichen Länder in die Dunkelheit stürzen. Ja, hier haben wir den Endscreen. Gebäude, Einheiten. Jetzt sehen wir nicht unbedingt viel. Unsere Lieblingseinheit Höhlentrolle, da sehen wir zumindest, wie was unsere Lieblingseinheit war. Kann sein, dass ich diese Statistik öfter mal überspringe, weil diese Statistik ist ein bisschen besser. Die andere, wo wir gerade gesehen haben, ist halt in dem Punkt praktisch, wenn man im Multiplayer zum Beispiel spielt. Aber dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Also bis dahin, ciao, ciao.